Ja, hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier ein Indie-Game namens Ascension, was so viel heißt wie Aufstieg auf Deutsch. Ja, das Ding erinnert auf den ersten Blick so ein bisschen an Lone Survivor, kennen vielleicht einige von euch dieses 2D Silent Hill, wenn man so möchte. Das hier kann ich gar nicht wirklich sagen, ob sich das genauso verhält, auf jeden Fall ist es auch 2D, recht pixelig, aber es kostet nichts. Deswegen, wenn ihr es spielen wollt, Link in der Beschreibung. Setzt einigermaßen gute Englischkenntnisse voraus, will ich meinen. Also ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut. Es ist nicht sehr einfach zu verstehen, wenn man dieser Sprache nicht mächtig ist. Ich werde es auch nicht übersetzen. Das heißt, wenn, dann vielleicht grob. Aber schauen wir mal, weil es würde keinen Sinn machen, wenn ihr selber spielt und kein Englisch könnt. Deshalb tut es mir sehr leid an die deutschsprachigen oder an die rein deutschsprachigen oder eben nicht englischsprachigen. Naja. Ascension is a horror game with an emphasis and on atmosphere and storytelling. For the best experience, play the game in a dark room with headphones. Das machen wir natürlich. Also schön im Dunkeln spielen mit Kopfhörern auf. When playing the game, you should not play to win. Instead, focus on immersing yourself in the game. Use the WASD keys to move. Auch das ist bekannt. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, wenn ich von Lone Survivor spreche. Skata, you can make it, Eddie. Just 2 more days. Ja, ihr seht schon, es ist pixelig. Aber solche Spiele versprühen einen ganz eigenen Charme, finde ich, ja. Ich weiß noch nicht, um was es geht. Aber das werden wir vielleicht gemeinsam jetzt herausfinden. Ich werde es nur anzocken, also ich werde es nicht durchspielen, denn das wird ein bisschen länger dauern. Ihr könnt es mir ja schreiben, ob ihr es wollt. Ob ihr es durchspielen sehen wollt durch mich. Das war jetzt falsch ausgedrückt. Also wenn ich es durchspielen soll, schreibt es mir noch gerne. Dann werde ich da vielleicht nächste Woche noch 1-2 Videos zu machen. Ja, ich habe ja eigentlich erst angekündigt, ich will The Dark Mod spielen. Das Problem ist aber leider, das Ding lässt mich nicht speichern. Also ihr wisst schon, dieses Thief Remake auf der Doom 3 Engine. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie fixen kann. Ansonsten wäre nämlich heute schon was gekommen. Ich kann es halt leider nicht ändern. Vielleicht kriege ich das irgendwie gebacken. Oh, wer ist das denn? Der Glatzkopf. Kann ich mit dem quatschen? Nö, scheinbar nicht. Ach so, vielleicht sollte ich ihn mal anklicken. Das ist Miles. Morning, Eddie. Ach, ich heiße Eddie. Okay. Good morning, Miles. How's your day doing? Do not get me startled. I know what you mean. Being down here really sucks the life out of you. I've already forgotten what the sun looks like. I know. I'm just waiting for the weekend. How's your daughter? You brought her in today, right? Kids are kids. She is almost as tiring as work. Ah, here ya. Mine just showed up for mine just moved out of college. Ja, die Schrift ist ein bisschen komisch. I don't know. Ja, okay. Take a nap. See you later, Miles. Catch you later. Okay. Das ist wohl irgendwie unsere Arbeitsstelle. Und Miles ist unser Kollege, wenn nicht sogar Vorgesetzter. Denn er ist ja offensichtlich ein White-Collar-Worker. White-Collar ist eben so Bürojob und Blue-Collar ist eben... Oh! Das ist ja cool, wenn die Tür vor mir ist. Dann sehe ich die auch so. Ja, Blue-Collar bedeutet eben Arbeiter. Ein ganz normaler Arbeiter und White-Collar sind Bürojobs. Oh, was ist in der Mikrowelle? Notizen. Hey David, your chili exploded all over the microwave and I had to clean it up. Please use a cover from now on. Thanks, Alan. Hey Alan, how about you stop leaving passive-aggressive notes in retarded places like the microwave and man up with... Nah. Hey David, how about stop insulting others, make yourself feel like a hotshot, asshole, Alan. Hey Alan, how about you bite instead of barking all day, little doggy? Na, man merkt schon, die haben hier so ein bisschen... Wie soll ich sagen... Die sitzen sich zu sehr auf der Pelle, schätze ich mal. Ja, ihr seht es hier. Ihr könnt es ja lesen. Die feinden sich da die ganze Zeit an. Die haben so ein bisschen das Cabin Fever, wie man so schön sagt. Oder? Heißt das so? Da ist nichts. Okay, das kann ich nicht öffnen. Wenn da kein Text steht scheinbar, dann kann ich da nicht interagieren. Oh, guck mal, im Müll hier. Da machen die Fliegen ganz schön rum. Was haben wir denn hier? Kann ich auch nicht lesen. Ja. Okay, also mit E-Türen öffnen mit der Maus mache ich den Rest scheinbar. So, wir können natürlich auch speichern, wie ihr mitbekommen habt, an einem Spiegel. Ha.
Look how handsome I am now, Sibylla. Thought I was good looking back then. Grey hair, wrinkles, so much attractive now. Ach ja, graue Haare, Leute, da kann ich euch ein Liedchen von singen. Aber nur im Bart, komischerweise. Naja, was erzähle ich euch da? So. Ihr werdet es noch früh genug herausfinden, wie das ist, wenn man alt wird. Oh, guck mal, Viola. Meine Tochter scheinbar. Viola. Tikanis, you okay? I'm fine, I want to go to school. Viola, no. You are too ill. I could have stayed home. I'm not leaving you alone. But you're working. I don't have anything to do here. You should have brought your toys. I asked you. You told me you'd get it. I do not have time to do everything for you, Padia. I have my own work to do. Please, do not be so difficult. My friend is coming down to take care of you. Hey, Eddie, what's up? Kill Annie... Das geht viel zu schnell. Ich kann es zwar lesen, aber nicht vorlesen. Tut mir leid. Ihr müsst selber lesen. Auf jeden Fall fängt es noch sehr harmlos an. Emilia. Ist ihr egal. Viola, sag hallo. Hallo. Ich muss nur zur Arbeit, okay? Gut. Dann geh doch. Ja, du kannst gehen. Viola. Mir geht's gut. Na, sie ist halt ein bisschen trotzig scheinbar. Papa, ich hasse dich. Ja. So. Ich bin immer gespannt, wann der... Oh, guck mal, ich kann auch sprinten. Meine Ausdaueranzeige mit Shift. Also so, der Stil gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ah ja, jetzt fahren wir erstmal Aufzug. Wahrscheinlich kann ich so zu meinem Arbeitsplatz kommen. Viola, dieses Kind. Warum ist sie so anstrengend? Ich muss den ganzen Tag arbeiten, um sie zu unterstützen und sie will nur spielen. Na, sie sind halt Kinder. Ich frage mich auch, warum er so einen komischen Namen hat. Etty. Ist das eine Abkürzung für irgendwas? Oh oh. Oh Gott, alles schwarz. Hallo? Hallo? Ah, ich habe Gesundheit, okay. Oh Leute, ich habe so ein bisschen Angst gerade. Ich kenne die Steuerung hier gar nicht. Oh, ich kann springen, guck mal. Hui! Oh. Notfalllichter. Oh Gott, Leute. Garno, I need to find a way back quickly. Ich hoffe, Viola und Emily geht's gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Oh. Okay, das ist nur... Was? Read sein. Warehouse Offices Elevators. Okay. Das ist der Breaker Room. Vielleicht kann ich da die Sicherung wieder einschalten. Oh, da ist eine Taschenlampe. Tech Flashlight. Oh, cool. Ach, mit F kann ich die Taschenlampe aus- und anmachen. Ich habe keine Keycard. Okay. Aber interessant, Leute. Seht ihr mal, das gefällt mir gerade richtig gut. Vielleicht werde ich doch irgendwann nochmal Lone Survivor machen. Mit dem Tab kann ich mein HUD anzeigen lassen. Achso, mit 1 kann ich mir Heilpäckchen reinziehen. Ah, guck mal, was macht er mit der Hand? Nee, nee. Die fährt einfach mal durch den Rücken durch. Was, was, was? Was stand da? Hä, da stand doch eben was. Ach hier. Filling-Kabinett. Na gut, ich kann es nur auf und zu machen. Oh Gott, wie weit geht das hier noch? Ich habe da eben was gehört. Leute, ich habe gerade so ein bisschen Angst. Ich gehe mal speichern. In die Toilette. Was habe ich hier noch? Guck mal hier. Ui, ui, mit dem Arm, das ist so lustig. Irgendwas Seltsames geht hier vor. Ich habe ein ganz schön schlechtes Gefühl. Was? Warum ist meine Gesundheit so niedrig auf einmal? Ich hatte doch eben noch 4 Balken voll. Da, guck mal. Jetzt. Was? Guck mal, da zieht er sogar den Bauch ein, wenn ich die Luft anhalte. Ach, so kann ich mich dann verstecken. Ich merke schon. Leute, das wird richtig spannend gerade. Warum geht meine Gesundheit eigentlich die ganze Zeit runter?
Guck mal, ich habe nur noch 2 Balken Gesundheit. Oh! Oh! Nee, nee, nee! Aus Waden! Oh! Dieser Penner, der fällt mich einfach an! Was haben die für Probleme, die Kerle? Alter Verwalter. Oh, was war da? Take Battery. Ach, guck mal, meine Lampe. Ja, natürlich. Ich muss meine Batterie auch aufheben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Nein! Nein, 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 nein! Alter Schwede. Ach, das ist meine Batterie. Das ist... Jetzt habe ich Gesundheit aufgefüllt. Das war meine Batterie, Leute. Oh Gott. Was? Take Key Panel. Read Note. Ich kann nicht glauben, dass ich in den Keller gegangen bin. Ja, sicher. Ich wurde befördert, aber... Scheiß drauf. Blablabla. Okay. Das geht viel zu schnell, Leute, um es zu übersetzen. Ich überflieg's halt einfach nur. Tut mir sehr leid, wenn ihr mitlesen müsst. Aber manchmal muss das sein. Naja. Hier geht irgendwas Seltsames vor sich. Und diese Hand, die ist unheimlich. Wer stellt sich denn so eine große Büste einer Hand? Also nicht eine Büste, sondern halt... Was? Examine Grass? Okay. Examine, nicht Examine. Hallo? Warum kann ich da nicht mehr rein jetzt? Hallo? Gott, Leute, ich will nicht zurücklaufen. Da ist jetzt wieder das Vieh gleich, ne? Aber hier bin ich doch ganz woanders, sag mal. Wo bin ich denn jetzt hier hingekommen? Hier ist jetzt alles zugewuchert mit irgendwas. Hä? Was? Leute, ich schnall's gerade nicht. Was mache ich jetzt wieder hier? Hier habe ich doch angefangen. Quasi. Also hier bin ich doch in das Haus. Und dann kam die Überblende, warum auch immer. Zu Hause. Das ist mehr als verrückt. Ich kann hier auch gar nichts machen. Weder springen oder so. Oh, guck mal, das scheint seine Frau gewesen zu sein. Oder? Ah, bei der Hochzeit, schätzungsweise. Oh Gott, was ist hier los? Da brennt's. Was? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Was war das? Eine Batterie! Yay! Und eine Karte scheinbar. Oh Gott, Leute. Oh! Nein, 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 nein! Au! Geh weg! Geh da rein! Oh, die Rezeption! Oder der Empfang. Reception. Oh, was ist das? Erdbeben. Noch eins. Das ist nicht gut. Ich muss zu Viola zurück. Oh, Leute. Ist das widerlich? Ah, das ist die Tür. Ja, die geht nur auf. Da ist es doch. Warte mal. Da war der Kasten. Ja, die Karten. Der Kartenleser. Was ist mit dem Typ los? Ja, und los geht's. Oh nein, ich höre ihn schon. Ja, ich muss ins Warehouse. Okay. Machen wir die Tür zu. Oh, danke schön. Ja, wir haben wieder Licht, Leute. Na, doch nicht. Oh, was zur Hölle? Dieses Gebäude fällt auseinander. Ich kann es aber schaffen. Ich kann den Sprung schaffen. Warte. Und hüpp. Oh, vielleicht auch nicht. Au. Au. Ja, sagt er auch. Oben locker. Ist da was drin? Eine Batterie. Yay. Das bringt aber nicht gerade... Achso, das sind die Ersatzbatterien. Ich dachte schon. Ja, ich habe Heilung gefunden. Oh, super. Was? Sieht irgendwie beschädigt aus, diese Tür. Schade, ich habe gedacht, ich kann sie vielleicht rausbrechen oder so. Warum ist die... Was ist mit der Tür hier los? Also, ich höre noch nichts. Das ist ein gutes Zeichen. Pool. Der Pool Room. Lass das Licht mal lieber aus. Ach so, Poolbillard. Ich dachte schon, hier kann ich schwimmen gehen. Das wäre viel schöner gewesen. Da ist eine Toilette. Oh Leute, ich gehe nochmal speichern. Hahaha.
Ah, der Spiegel ist kaputt. Nein. Das ist gemein. Warum kann ich nur an Spiegeln speichern? Und wenn die kaputt sind, dann geht's nicht. Employee Lounge. Das ist so fies hier. Einmal rumleuchten reicht. Da ist eine Axt. Yes. Yes. Christos, yes. Cue to switch between empty hand and axe. Ach, sehr schön, guck mal. Ja, Leute, jetzt wird's richtig gut. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen kämpfen und alles. Jetzt kann ich mich gegen diesen Typen wehren. Gegen einen komischen Zombie-Wachmann. Der Menschen frisst oder sowas. Ich hoffe mal, von denen gibt's nicht allzu viele. Die Tür öffnet sich nicht. Na toll. Wie komme ich jetzt weiter? Oh, ich höre ihn. Habt ihr ihn auch schnaufen gehört? Oh! Au! Du Saukopf! Au! Achso, man kann ihn nur... Oh, man kann ihn gar nicht töten, wie es scheint, oder wie? Alter Schwede! Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch... Jawoll, ich kann Türen einhauen, sehr schön. Was ist da? Kann ich nicht mal lesen. Muss ich da das Licht für anhaben, oder was? Ich weiß es nicht. Öffnet sich nicht. Einhauen kann ich sie scheinbar auch nicht, nur wenn sie so schräg ist, anscheinend. Ja, jetzt kann ich wieder hoch und runter, super. Ja, das finde ich wirklich super, denn jetzt kann ich wieder an die Speicherzimmer kommen. Storage A08. Ach genau, jetzt bin ich auf der anderen Seite, schön. Schön, schön, schön. Öffnet sich nicht. Ich habe Angst, dass mir das Vieh die ganze Zeit hinterherläuft, ne? Ich nenne es halt mal Vieh, weil es scheint kein Mensch zu sein. Storage D08. Okay, Employee Lounge. Ich mache das Licht wieder aus. Viola? Viola! Viola, komm raus, bitte! Bitte, Papa ist hier! Viola, bitte! Was? Koreitemu? Ich verstehe das nicht. Was ist das für eine Sprache? Koreitemu? Ich sprinte. Oh Gott, da ist Blut. Die Küche. Die Küche! Nicht die Küche, sondern Küche. So, ich gehe jetzt erstmal speichern. Was? Hallo? Achso, ich muss die Hand wechseln. Viola, wo bist du? Bitte, bitte komm zurück. Ja, ich würde auch sagen, damit lasse ich es mal gut sein, liebe Leute. Das war Ascension, der Aufstieg. Ich würde sagen, ja, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Wollt ihr davon mehr sehen? Wollt ihr vielleicht dazu ein Let's Play sehen, ein Mini-Projekt? Dann geht's nämlich nächste Woche weiter. Ich werde auch schauen, ob ich das mit Dark Mod hinbekomme, mit der Dark Mod, so. Denn wenn ich da nicht speichern kann, macht es auch nicht viel Sinn, leider. Ist ein bisschen doof. Naja, abschließend würde ich mich noch über eine Bewertung freuen und auf jeden Fall bis zum nächsten Indie-Projekt oder auch später im Livestream.